the depths to which I'll sink to prove others wrong. The young ones get so temperamental. Fortunately for Sebastian, is it? Mm-hmm. I'd already made up my mind to open the sarcophagus, if only to show the city that Gehenna, contrary to popular belief, has not begun. Okay, und wie können wir ihn öffnen? Sie haben noch was gehört. Lassen Sie uns einfach aufmachen und ihn uns damit vom Hals halten. Was glauben Sie ist drin? Put your ear to it. I'll shake it, and you tell me what you think's inside. Das wären ja gleich drei Wünsche auf einmal. Und wie öffnen wir das Ding nun? Hmm. Fortunately for us, I know of someone who has distinguished himself in this field. Sie meinen den Typ im Geschichtsfernsehen mit dem Kokosnusshelm? Mit dem macht das Lernen richtig Spaß. No. His name is Dr. Ingvar Johansson, a professor of archaeology from Norway. Uh-huh. He was the one responsible for finding the sarcophagus, and as far as I know, the only authority on its origin and design. Okay, wo kann ich ihn finden? Until yesterday, he could have been found in his suite at the Empire Hotel downtown. Mm-hmm. But when I stopped by earlier this evening, all I found was spilt coffee on a morning paper. Appears he's been abducted. Okay, von wem? I detected the scent of myrrh incense, which is usually burned in monasteries. Also, I found beach sand in part of a muddy footprint. Putting two and two together, I located a monastery near a beach in Malibu, where I believe hunters are holding Johansson captive. Oh, bitte nicht, nein. Und das haben sie alles nur durch Schnüffeln in seinem Zimmer herausgefunden. Actually, there were two hunters on the roof of the building opposite the hotel who were positively delighted to tell me everything they knew. Oh. Provided I stopped dangling them head first over the side. Das müssen wir tun, um ihn zurückzubringen. Okay, die Jäger haben diesen Kerl. Was können die Jäger von einem Archäologen wollen? Okay. The hunters abducted Dr. Johansson for his own protection. Or at least that's how they've justified it. He's being held by the Society of Leopold and used quite ingeniously. Oh, bitte nicht. As bait for Prince LaCroix's minions. Nicht schon wieder. Sebastian mentioned you ran into one of the hunters from the Society of Leopold some time ago. They're so secret a church organization, I don't even think they know if they exist. But essentially, they're murderers for Christ or some such deity. Okay, und wie holen wir ihn da raus? You'll have to go to the monastery and find a way into the tunnels beneath where the hunters are holding Johansson. I'm afraid I can't accompany you, but then it's best you go alone. Too many of us might set them off, like fundamentalists on contrary opinion. Gut, wie gelange ich dorthin? I wouldn't recommend walking. Certainly Sebastian's already provided cab fare. I'm sure he always spares no expense when archaeology is at stake. Okay, ich habe noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Excellent. Können Sie mir sonst noch etwas über die Leopold-Gesellschaft sagen? The society, for the most part, knows very little about us. But they do know how to kill and torture us, and that's enough. Mm-hmm. Also, some of them exhibit powers that can make them quite formidable. Best not to announce yourself. Okay, Sie haben vorhin von Gehenna gesprochen. Glauben Sie, der Sarkophag ist ein Teil davon? Well, if we open it up and the world ends, then yes. If we open it up and the world does not end, then no. I'd wager the latter. Okay, haben Sie sonst noch etwas über Dünnblütige erfahren? How any sane kindred could think these poor unfortunates are an immediate threat to us is absurd. Most were afraid, or at the very least uneasy, around me. Tragic. Mm-hmm. Their desperation could very well hold the spark of revolution, however. Gut, erzählen Sie mir von sich. I've said quite a lot about myself already. I know even less about you than you do me. Why don't you tell me about yourself? Ich weiß Ihr Interesse an mir zu schätzen. Sie faszinieren mich. Then I'll let you in on a little secret. Beckett may not be the name I was born with. Mm-hmm. Events always seem to unfold wherever I go.
like Chicago a few years ago. Oh, it's a bother to explain. Mm-hmm. Either I'm pursuing fate, or it's got a bone to pick with me. Unless you've got further questions, I'd really like to get back to looking at the sarcophagus. Ich hätte da noch eine andere Frage. Excellent. Bla bla bla. Ich bin bereit im Bla. Ich komme sofort wieder, wenn ich im Kloster war. Remember, oder nehmen wir das erste. Is an innocent. He has no idea we actually exist. Try not to put the idea in his head. Oh, okay. Goodie. Ich kann sogar nochmal mit ihm reden. I wouldn't recommend walking. Ja, okay, gut. Ich komme sofort wieder, wenn ich im Kloster war. Bla bla bla. Ich wollte gerne zunächst mit dem Prinzen darüber sprechen. Oh, okay. Remember, Dr. Johansson. Bla bla bla. Okay, so. Reden wir dann noch mit dem hier. Nein, F4 war das Falsche. 5. Und wir haben es gleich. Moment, jetzt. Did you find a way to open the sarcophagus? Den Sarkophag zurückzubekommen hat eine Menge Geld verschluckt. Stimmt wirklich. I understand. I'm sure you'll find this suitable recompense. Ja, okay, ich hätte noch eine Frage. Which is? Was wissen Sie über Kuai Jin? Traditionally, the Kuai Jin has stayed in Asian territory and the kindred Europe and later North America. But recently, they invaded the West Coast, killing off a substantial number of Anarchs. They lack the organization of the Camarilla and think nothing of breaking the masquerade. Though we share similar traits, there is no fraternity between us. We embrace. They rise from the grave. They do not know the pleasure of blood. They are without clan. No, yes, they believe our kind to be inferior. They are as much of a threat as the wolves. Gut, Wölfe, Fragezeichen. Werewolves. I can still recall a time when cities were surrounded by miles of forests full of the beasts. But progress has taken care of that problem. Ich hätte noch eine andere Frage. Which is? Was glauben Sie, ist im Sarkophag? If I didn't take the time to ask, perhaps we'd know by now. As I mentioned before, my concern is that it pertains something supernatural. Now Beckett has waived this theory altogether. The city is alight with dread. Perhaps it's an antediluvian. A joke? The antediluvians are the mythical progenitors of each of the clans for whom they trace their bloodlines. And according to mythology, descendants of Cain, the legendary first vampire. As in the biblical Cain and Abel? Before you put too much stock in it, realize that the church and all of its mythos are blends of kindred and mortal meddling. Whips to regulate weak minds. This is all Beckett's field of expertise. If you want a lesson, merely ask him. Okay, ich hätte noch eine weitere Frage. Which is? Nichts mehr. Super. I wouldn't reckon. Bla 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 bla. Excellent. Okay. Remember that. Dann bin ich mal wieder draußen. Und naja, hol mir mal wieder Blut. Hier ist nirgendwo Blut. Es ist so zum Kratzen. Und bevor wir jetzt erstmal noch dahin gehen, werden wir noch das Buch abgeben. Hoffentlich hat Pisha was Anständiges und nicht nur Geld. Geld ist klar. Ja, wo gehe ich denn mal dahin? Da lang. Hier war sie. Mann, ich brauche demnächst mal wieder was. Eine neue Rüstung, würde ich mal schätzen. Weil Kleidung kann man das nicht nennen. Kleidung, die geistige Schärfe verstärkt. So eine Sache. Und wieder mal die Abkürzung. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen kann man irgendwie nie beim Fallen auf dieser Leiter landen. Ist ganz komisch. Und jetzt. Yes. Ja, hier ist das Buch. The Voce del Morte. The Giovanni never willingly share their secrets, and I've had little success infiltrating their strongholds. How did you obtain this? Sie waren ein bisschen abgelenkt, also bin ich unter ihren Radar hindurchgeschlüpft. It will take some time to translate and unlock the secrets of this. I will have to move on from this city to evade any Giovanni seeking it. Take this. This will complete the terms we agreed to, and I think it is adequate compensation. It is the key of Alamut.
It instills dread in those that would harm you and makes it harder for them to strike. Mm-hmm. Make no mistake, our dealings do not make us allies. If indeed we meet again, do not ask me for any favors. I will give you this final advice, however. Leave this city. These are its final nights. Mm-hmm. Discord looms heavy. I felt this before. Okay, ja, was soll das denn heißen? In November of 1938, I was translating documents in Leipzig, Germany, written by a purported Crusades-era necromancer. There also, I felt a sense of impending chaos. Soon after, was the Kristallnacht, the wellspring of a new world war. Mhm. Übrigens genau in meiner Nähe. Okay, ich werde es mit in Betracht ziehen. Na dann. Take my advice. Leave. Ja, genau. Ah, das dürfte da sein. Diese Stäbe wurden jahrtausende lang vom Clan der Asamiten. Okay, verwendet. Ich glaube, das ist das mit dem Sarkophag. Es gibt noch wenige, nur wenige. Der Schlüssel von Amalot macht seinen Besitzer außerordentlich zäh. Ihre Absorptionsrate steigt um 1. Super. Ich habe 10 Punkte. Müsste Recherche verbessern, Intelligenz. Braucht natürlich 12. Super. Aha. Das hilft mir noch bei Überreden. Charisma. Naja, okay, die anderen Punkte kann ich jetzt irgendwie nicht auftreiben. Was hilft noch? Fernkampf, Wahrnehmung und Schusswaffen. Super. Dann, ja, nimm mir Wahrnehmung. Das hilft uns ein klein wenig noch weiter. Okay. So, und dann wieder nach oben. Und nach draußen. Und danach muss ich mal gucken, was ich als nächstes machen werde. Okay, das Ding wieder zu. Wohl, mal kurz gucken. Beckett will bla und so weiter. Hat mir schon. Aha. Auch nicht. Hm. Ich muss noch irgendwo dieses Poster finden. Aber wo ist das? Ah, okay. So viel dazu. Und wir werden jetzt erstmal Pause machen. Also dann, warte, ich gehe mal lieber zum... Ein Messer, super, brauche ich nicht. Und da werde ich jetzt mal Pause machen. Also dann, bis dann und ciao, ciao. Eventuell noch mal speichern, aber okay. Also ciao, ciao, dann in einer Minute oder so. Kleiner Augenblick. Und? Ein kleiner Augenblick. Ah, ich will noch die Absorptionsrate sehen. Wo steht's denn? Absorption. Schlagabsorption. 6, okay. Also dann bis dann und ciao.